Wir haben eine Nacht in einer Luxus-Designer-Villa in Bali geschlafen. Eine Villa auf Bali. Vielleicht hast du auch direkt dieses Bild im Kopf. Ein strahlend blauer Pool, eine tolle Außenanlage umgeben von Reisfeldern, ein Sofa, das im Boden eingebaut ist und das alles mit einem perfekt abgestimmten Raumdesign. Und in genau so einer Villa haben wir eine Nacht verbracht. Es ist so unglaublich schön. Wir haben uns gefühlt wie echte Millionäre. Deswegen nehmen wir euch jetzt auch auf eine Roomtour mit. Das Haus ist einfach zu krass. Das ist absoluter Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie man es in Worte fassen soll. Und sowas habe ich auch in meinem Leben noch nicht gesehen. So, wir gehen jetzt erstmal rein in die Villa und der Eingang ist schon phänomenal. Man kommt rein durch diese ultra schicke Tür. Wie dick kann eine Tür sein? Das ist mega krass. Ich bin jetzt hier draußen im Gang zum Haus rein. Und es sieht einfach aus, als hätte man seinen eigenen kleinen Dschungel hier im Garten. Dann kommt man durch die nächste Tür, auch wieder so schickes Holz. Es sieht einfach nur unglaublich schön aus, genauso wie man sich eine Villa im Boho-Stil vorstellt. Dann steht man auch schon im Eingangsflur quasi. Und auch der ist schon super spektakulär, weil es einfach mega, mega schön ist mit diesem dunklen Holzrahmen. Und hier ein kleiner Stauraum, da haben wir jetzt alles reingeschmissen, was irgendwie im Weg lag. Hier gibt es auch eigens gedruckte Kunst. Und das ist einfach mega schön, weil das so richtig der Stil der Villa ist, so minimalistisch und naturbelassen. Und es wird richtig Wert auf Details gelegt, das sieht man schon mal hier. Etwas ungewöhnlich, aber direkt im Eingangsflur. Hier kommen auch schon die ersten zwei Schlafzimmer von dreien. Das ist Schlafzimmer Nummer 1. Hier haben wir geschlafen und das hier ist eigentlich mega geräumig. Man hat so viel Platz. Die Decke ist auch richtig, richtig krass schön, weil man noch die Balken drin hat. Auch die Bilder halten sich in diesem Stil so minimalistisch und ein bisschen abstrakt. Auch hier merkt man wieder die Details. Wenn man das Ganze nachts ansieht, ist es einfach so schön, so verschiedene Lichtquellen im Zimmer zu haben. Und die zwei Lichter hier geben auch echt wunderschönes Licht, wenn es dunkel ist. Wir haben ein eigenes Bad in diesem Schlafzimmer und das ist auch richtig nice. Kommt mit. Das erste, was auffällt, sind erstmal Pflanzen im Bad und ich finde, das gibt voll das coole Gefühl irgendwie. Auf jeden Fall kommt man dann in diese Dusche rein und dann steht man einfach in einer Tageslichtdusche. Mit den Balken, das ist einfach, ja, wie man sich eine Bali-Villa vorstellt. Hier muss man jetzt sagen, merkt man auch, dass es eine Bali-Villa ist an manchen Details, wie das ist jetzt komplett kaputt. Natürlich gibt es ja auch eine Regendusche und dann steht man hier auch auf Holz statt auf Fliesen. Was mir auch sehr gut gefällt, sind diese Shampoo-Flaschen und auch hier wird wieder Wert auf Details gelegt. Auch hier der Wasserhahn ist alles wieder in Chrom. Der Boho-Stil setzt sich hier auf jeden Fall im Bad weiterhin fort. Direkt daneben geht es dann weiter mit dem zweiten Schlafzimmer. Das ist jetzt ziemlich ähnlich zu unserem. Eigentlich nimmt sich das nicht viel, da brauchen wir auch nicht so lange drüber reden. Genau das gleiche, genau ausgerichtet. Da hinten wieder mit eigenem Badezimmer. Super schick. Der letzte Raum im Flur ist nochmal ein weiteres Badezimmer, wo man dann einfach vom Wohnzimmer aus direkt reingehen kann. Das ist ziemlich basic, hat jetzt kein Tageslicht oder nicht. Es tut seinen Zweck. Und dann das Herzstück eines jeden Hauses, das absolut Premium hier, das Wohnzimmer bzw. der generelle Lebensbereich. Es ist so unglaublich schön, das kann man sich nicht vorstellen. Wir sind gestern hier auch im Dunkeln reingekommen, dann wurden alle Lichter reingemacht, als wir hereingebracht wurden und es war einfach da schon der absolute Wahnsinn, obwohl man noch keine Aussicht hatte. So konnte der Raum auf jeden Fall für sich selbst erstmal besser wirken. Was auch direkt auffällt, wenn man reinkommt, ist diese Riesengalerie hier oben. Deswegen halt sie auch ein bisschen, sorry dafür. Also mich erinnert es ein bisschen an so Kirchenfenster, weil die auch so rund gebogen sind. Aber man hat so viel Tageslicht hier drin, das ist wirklich Wahnsinn. Uns wurde gesagt, die Villa ist im skandinavischen Stil inspiriert. Hier hat man auch überall Holzelemente und Holz mit Marmor sieht super natürlich aus. Was wir richtig nice finden, hier ist alles so ein bisschen versteckt und verkleidet. So hat man hier in der Küche den Wasserspender natürlich nicht draußen stehen, sondern im Schrank. Einer der wenigen Kritikpunkte hier in dieser Villa ist ein bisschen die Kaffeemaschine. Ist auf jeden Fall ein Detail, was jetzt nicht so ganz 110% ist, aber reicht natürlich vollkommen aus. Ein Detail, was wir wiederum richtig krass finden, ist einfach dieser Spiegel hier über der Küchenzeile. Der ist mega schön und gibt der ganzen Villa auf jeden Fall noch viel, viel mehr Raum. Ansonsten ist es eine ziemlich normale Küche mit einer Kücheninsel und einem Terrankochfeld. Hatten wir in Bali jetzt noch nicht, bisher hatten wir immer Gas. Und auch der Kühlschrank ist natürlich so versteckt wie der Wasserspender. Der Wohnbereich besteht aus Küche und Wohnzimmer. Von der Küche kommt man dann auf diesen riesigen Esstisch, auch aus Holz wieder gemacht. Es ist nicht ganz der gleiche Holzton wie die restlichen Elemente, aber das ist jetzt nur ein ganz kleines Detail, was man verbessern könnte. So, jetzt kommen wir ein bisschen in das Massaker von unserer gestrigen Nacht, aber wir führen euch einfach trotzdem mal rum. Man kommt dann in diese kleine Sitzarea
Und die ist abgesenkt und das ist wirklich mega, mega cool, weil das der ganzen Villa irgendwie noch mehr Raum gibt. Es fühlt sich nicht so an, als wäre hier noch eine Couch oder eine Sitzarea drin. Man sitzt zum Beispiel hier an dem Tisch und es fühlt sich einfach an, als wäre es einfach eine Weite, in die man guckt. Das ist einfach ein nices Feature von so einer abgesenkten Sitzarea. Was wir nicht erwartet hätten, weil die Couch hier quasi direkt aus Stein besteht und hier auch unter dem Kissen kompletter harter Stein ist, dass es super bequem ist. Also man kann hier drauf sitzen, es ist sehr angenehm und man kann ja auch den ganzen Abend locker verbringen. Auch die Wand ist ziemlich im Bali-Stil mit ganz vielen Tontöpfen, die hier zur Deko rumstehen. Und das Bild reiht sich auch ein in den Stil der restlichen Bilder vorher. Wir haben ja auch einen richtig fetten Fernseher mit einem Schwenkarm, das ist uns gestern auch aufgefallen. Und man kann den hier auf alle Positionen der Couch ausrichten. Ziemlich krass. Was auch mega nice ist, man kann diese komplette Fensterfront wegklappen, sodass man fast im Grünen lebt. Und man hat dann einfach überhaupt nicht das Gefühl, irgendwo drin zu sein, sondern man sitzt schon im Grünen. Aber für tagsüber, wenn es draußen heiß ist, kann man auch alles zuziehen mit diesen hellen Gardinen. Dann ist es nicht so blendend und es wird nicht ganz so warm. Dann hat man auch echt ein wunderschönes, gedämpftes Licht hier drin. Aber was man natürlich auch merkt, wenn man das aufzieht, ist es hier in einer Minute warm, weil es einfach so viel Fensterfläche ist, die dann offen ist. Das nächste Designelement in der Wohnung ist die Treppe nach oben. Die ist diesmal aus Holz und schwarzem Stahl und es passt auch mega, mega gut in die Villa rein. Was man auf der Treppe auch wieder merkt, diese unfassbare Deckenhöhe. Ich weiß nicht, wie hoch es ist, 3 Meter, 3,50 Meter. Und die Galerie ist natürlich noch höher. Ich glaube, das sind bestimmt 8 Meter oder 9 Meter, ist es wirklich Wahnsinn. Hier dieses Fenster ist einfach unglaublich schön, die ganze Galerie. Es gibt noch mal so viel Weite. Ich weiß nicht, was solche Fensterflächen in Deutschland kosten würden, aber es ist auf jeden Fall so unglaublich hübsch. Und dann kommt man auch schon ins Master Bedroom. Ein Feature, was das Master Bedroom hat, was es unten auf jeden Fall nicht gibt, ist als erstes dieser Kleiderschrank hier. Ob man den jetzt als Airbnb-Gast benutzt, ist die andere Frage, aber es gibt ihn auf jeden Fall. Und es gibt im ganzen Raum nochmal viel mehr Luft und auch viel mehr Ordnung, weil man all sein Zeug wirklich irgendwohin verstecken kann. Das Beste an dem Master Bedroom ist absolut der Blick. Man guckt hier mitten in die Reisfelder raus, sieht den Pool unten und hat einfach so einen unglaublich schönen Blick. Ich meine, guckt euch das mal an. Oh. Ah. Bett ist auf jeden Fall auch bequemer als unseres, oh, oder? Ja, die Matratze ist weicher. Die Matratze ist viel weicher, das ist ja fast unfair. Das haben wir bisher noch nicht rausgefunden. Nee, aber jetzt. Und dann guckt man hier einfach mitten ins Reisfeld. Es ist so geil und man kann dann auch auf die Terrasse raus. Ich würde sagen, das machen wir als nächstes. Dann geht man hier so raus und irgendwie hat es so ein bisschen König der Löwen-Stil. Dann guckt man über sein Land in diesen Garten rein. Man sieht alles. Ist auf jeden Fall ein wahnsinniges Gefühl und das kann man gar nicht realisieren, dass es Leute gibt, die immer so leben wie das hier. Ich weiß nicht, es ist so verrückt. Dann geht es auch schon durch die nächste Holztür, die auch richtig cool ist, da oben mit diesen Hängescharnieren. Und dann geht es ins letzte Bad, das vierte Bad in diesem Haus, was allein schon krass ist. 4 Meter. Diesmal sind die Wände in so einem pinken Roséton. Die Spiegel sind wieder die gleichen, ein bisschen kleiner. Es gibt diesmal 2 Waschbecken. Ansonsten ist das Stil genau wie unten. Man hat hier auch wieder dieses Tageslichtbad mit offenen Fenstern oben an der Decke. Hier gibt es sogar Badewanne und Dusche. Und hier kann man auch ein bisschen rausgucken, wenn man in der Dusche ist, was auch richtig, richtig schön ist. Und natürlich ist es auch so durchdesignt, dass man die gleichen Gold-Chrom-Elemente hat wie unten. Von der Villa kommt man dann auch nach draußen. Und das Erste, was man sieht, wenn man dann frontal rausguckt, ist grün. Es ist richtig schön. Super schön. Was wir auch nicht zum ersten Mal auf Bali haben, sind diese Bodenplatten, was Steine sind oder Steinplatten. Ich weiß nicht genau, ob es natürlich ist. Ist einfach viel schöner zum Spazieren und es gibt einen viel natürlicheren Look. Dann geht's weiter und es ist einfach blendend hell, weil diese Steine hier so schön weiß sind. Es gibt eine kleine Terrasse. Hier gibt es jetzt keine Outdoor-Möbel, braucht man aber auch nicht, weil das gibt es noch woanders hier. Was aber richtig eklig ist, und das muss man wirklich sagen, hier riecht es so nach Insekten und Käfern und diesem Chitin. Ich weiß nicht, ob ihr diesen metallischen Geruch von Käfern kennt, aber abends war die ganze Terrasse auch komplett voll mit Käfern. Das war so ekelhaft und auch jetzt riecht man das Ganze hier auf jeden Fall noch. Und auch hier gibt es wieder so ein abgesunkenes Sofa, was dem ganzen Garten nochmal mehr Platz gibt. Hier hat man Platz für, ich würde sagen, locker 10 Leute, wenn man sich hier hinkuschelt. Mega ekelhaft. Hier sind auch diese ganzen Käfer im Pool. Das Haus sieht wirklich unreal aus. Es sieht so cool aus, auch mit diesen Designelementen hier oben. Man kommt dann in die erste wirklich richtig nice Sitzarea hier. Die ist riesig, der Tisch ist unglaublich groß. Ich weiß nicht, mit wie vielen Menschen man hier eigentlich sitzen soll. Und auch hier der Blick auf die Villa in das Reisfeld rein. Wie kann man das eigentlich in Worte fassen? Das ist
I don't know, es ist so krass. Hier kommt auf jeden Fall richtiges Urlaubsfeeling auf, wenn man sich einfach so auf die Liege haut. Ich bin sprachlos, es ist so schön. Was komisch ist, es gibt nur 4 Liegen, es müssen also immer 2 im Pool sein. Wenn man so einen riesen Pool hat, gibt es natürlich noch eine Regendusche bzw. eine Outdoor-Dusche. Hier, finde ich, sieht man auch wieder die Liebe zum Detail bei so einer teuren Villa, weil es nicht einfach nur Steinplatten sind, sondern weil man hier noch diese richtig schönen Muster hat. Ist auf jeden Fall nochmal viel hübscher, als wenn es einfach nur weiß wäre. Und was mir gestern im Pool aufgefallen ist, hier gibt es noch Barhocker, sodass man sich zu dieser abgesunkenen Couch dazugesellen kann. Richtig krasse Details. Und mir ist mein Ring gestern Nacht im Pool gefallen. Den muss ich jetzt auf jeden Fall noch rausholen und das machen wir jetzt. Was mega schön ist, der Ausblick ist noch komplett unverbaut, wie es vielleicht nicht überall auf Bali Standard wäre. Man hat links und rechts komplett freie Sicht. Da hinten auf dem Nachbargrundstück, habe ich gesehen, wird schon eine neue Villa gebaut, aber noch ist da nichts. So, am Morgen soll das wohl wahnsinnig schön sein, aber leider haben wir heute früh den Wecker verschlafen und haben den Sonnenaufgang verpasst. Es war eine echt verrückte Erfahrung und auch mal total spannend, so einen Einblick zu bekommen, wie eigentlich Millionäre leben. Wir könnten uns allerdings nicht vorstellen, dauerhaft so prunkvoll zu leben und sind in unseren Low-Budget-Alltag zurückgekehrt. Und da nehmen wir euch auch wieder im nächsten Video mit. Bis dahin, ciao!